Hallo Welt, da sind wir wieder hier am Bahnhof. Und der Bär ist los. Oh oh, jetzt kommt aber auch was anderes hier noch auf uns zu, oder meine ich das? Ach, das sind, die fahren da immer rum. Die haben uns noch nicht entdeckt. Oder etwa doch? Ich glaube, der Bär ist wichtiger und dass wir irgendwie vielleicht auch raufkommen und von oben gucken, ob wir diesen Container da bewegen können oder müssen wir den abschießen. Ja, der schleicht die ganze Zeit hier rum. Das ist mit Sicherheit der Bär, um den wir uns hier kümmern müssen. Ich gehe doch nicht runter zu einem Bären. Gut, du lenkst ihn ab. Schade um die Zivilistin da. Da finden Sie auch den Bärenjagd? Ich wäre ins Auto zurückgesprungen. Ja, das war der Bär. Oh nein. Immer schön nachladen erst. Ganz genau. Wow. Ganz alleine war er. Tut mir leid. Wir könnten vielleicht darauf springen. Ich wechsle die Stellung. Das sollen wir aber nicht. Das ist nicht so gedacht. Wie können wir denn das Ding da oben bewegen? Schaffe. Das sind aber auch keine Leitern oder so, womit man da nach oben klettern kann, aber die müssen doch auch irgendwie raufgekommen sein, so die Arbeiter. Irgendwie mit der Seilrutsche darüber. Was ist das? Ist das ein Hebel oder so etwas? Ich glaube nein. Nein, 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 nein. Luxus bekommst du. Ach, von da oben. Da ist der, da ist das Häuschen. Ja, mit dem da oben kann man das bestimmt alles steuern. Aber da hat man keine gute Aussicht auf alles. Ja, das geht über Funk. Oder so. Ach, oder sollen wir das doch abschießen? Nee, mussten wir das jemals abschießen? Ja, gab's schon mal. Ich glaube bei Max Payne 2 oder 1. Max Payne 2 mussten wir auch so einiges abschießen. Wenn diese Leute von Ruinen nur nachts rauskommen, heißt das, sie schlafen den ganzen Tag wie Teenager.
Was hast denn du? Vielleicht müssen wir aber auch erstmal irgendwo Energie einschalten oder so. Ja, wie sollen wir da denn jetzt rüberkommen? Von oben runterspringen hätte ich ja noch gedacht. Ach, irgendwo ist bestimmt eine Leiter, ein Seil oder irgendwas. Können wir den Kletterhaken nicht benutzen zum Beispiel? Wofür haben wir den denn? Ja, da muss man raufkommen. Die haben das oben ja auch schön mit Wellblech und so dekoriert. Da. Moment mal. Nein, ich dachte, ich sehe ein blaues Seil, das dahin führt. Oder müssen wir da drauf schießen? Vielleicht zu wenig Feuerkraft? Von da unten können wir auch nicht da hochspringen. Von da auch nicht. Aha, Moment. Was ist das für ein Häuschen? Diese Leute von Yuiden haben eine Menge Mumm, einen bewaffneten Schläger nur mit Pfeil und Bogen anzugreifen. Aha. Okay, das gefällt mir. So, das war ein Vorrat, den wir jetzt erreicht haben. Der andere ist da drüben. Oh, ja. Naja, okay, da wissen wir ja, wie wir da hinkommen. Nein! Ich habe mich schon gewundert letztens, warum wir das überhaupt so gemacht haben. Aber ich fand's gut. Na also, es geht doch. Essen, Materialien, Waffen. Das ist das goldene Trio. Die Leute auf den Farmen hier sind zu weich. Die haben wir in der Tasche. Wir kriegen, was wir brauchen und lassen sie dafür in Ruhe. Was Materialien angeht, sucht einfach weiter in den Bunkern und Kisten und allem, was verschlossen ist. Nur was Waffen angeht, müssen wir uns mehr anstrengen. Eine alte Frau hat hier einen Segelblattwerfer gebaut. Direkt vor unserer Nase einen Segelblattwerfer. Kaum auszudenken, wenn wir den nicht konfisziert hätten. Ab jetzt müssen wir die Einwohner besser überwachen. Wer weiß, was die anderen Arschgesichter hier noch so basteln. Wir sind schon da, wir müssen nach oben. Und rein. Hoppla. Ja, da sind wir doch drin. Das sind die Materialien. Immer wieder schön, dieser überraschte Ausdruck bei den Leuten, wenn eine alte Lady wie ich ihnen das Licht ausknipst. Ja, die ist gut drauf. Und jetzt noch ein Container. Oh, da weiß ich doch auch schon, was da auf uns zukommt. Haben wir doch schon gehört. Komm, wir springen mal hier rüber. Was war Gleitschirm? Stand da gerade was von Gleitschirm? Haben wir doch noch nicht, oder? Wildschweine oder so. Okay.
Ah, das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, schön. In die Freiheit, ihr seid frei. Leg dich nicht mit denen an, die stinken. Ich dachte schon, das wäre rot. Ich habe mich auf den Weg zum Bahngelände gemacht. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Hatten wir ein Fahrzeug? Ja, wir hatten unseren Ritterstreitwagen. Dana, was machst denn du da? Ich hab dir doch gesagt, leg dich nicht mit denen an. Die müffeln. Jetzt müffelst du auch. Ja, wir sind ja in der frischen Luft. Ist nicht schlimm. Kommst du? Hört sich gut an, hä? Wenn ich es nicht tun kann, helfe ich jemandem, der es kann. Und? Versteck dich! Du hast gute Arbeit geleistet. Gut gemacht. Du hast den Highwayman eine ordentliche Backpfeife verpasst. Behalt die Waffe. Wie gesagt, meine Augen sind nicht mehr, was sie mal waren. Du kannst sie vermutlich besser gebrauchen als ich. Nun zu den Vorräten, die du geholt hast. Ja. Investiere sie am besten in die Gemeinschaft. Die Leute in Prosperity machen aus allem, was du ihnen bringst, das Beste. Mich eingeschlossen. Richtig gehört. Ich ziehe es endgültig nach Prosperity. Wenn du und deine Freunde Schießtraining brauchen, dann komm zu mir. Und pass gut auf dich auf. Na, wenn du nicht schießen kannst, wer denn dann? Haha, Spielverderber! Ja, ruhmreiche Rückkehr. Ich lasse Kim nicht im Stich. Wir wollten immer zusammen eine Gemeinschaft aufbauen. Den ganzen Scheiß haben wir ehrlich von euch geklaut. Und jetzt wagt es einer, den Kram zurückzuklauen? Jetzt müssen wir wieder los und noch mehr von euch klauen. Aber dieses Mal werden wir nicht... Moment. Sägeblattwerfer, Amateur, töte Highwayman mit einem Sägeblattwerfer. Vom Rang 2, aha. Ja, ich glaube, das ist es. Die werden nicht nett sein, diesmal haben sie gesagt. Wer war das? Moment. Du weißt ja noch, wo das Motorrad steht, oder? Ach, das haben sie doch sowieso schon wieder geklaut. So ein tolles Motorrad. Ja klar, das ist weg. Mit Sicherheit ist das weg. Was sagt unsere Karte? Nur mal gucken, ob es hier noch was zu sammeln gibt. Ja, tatsächlich. Bussard Sword. Bussard Sword. Und danach holen wir uns hier noch fruchtloser Übergang. Da holen wir uns auch noch was. Und da haben wir ja hier noch was. Die Raffinerie. Außenposten haben wir hier noch gar nicht eingenommen. Och, echt? Und hier? Zerbrochene Tränen. Ja, wir haben noch genug zu tun hier. Also holen wir uns hier nochmal die zwei Teile, verflixt. Such mal mit und leg dich nicht mit den Waschbären? Nee, mit den anderen. So ähnlich, auch mit Fell. Wie heißen die?
Wir sagen einfach Eichhörnchen. Nein, nein, Stinktiere. Okay, Skunks, leg dich nicht mit denen an. Nicht gut, oder? Und wer legt sich jetzt mit ihnen an? Das ist hier aber groß. Also wenn wir das finden wollen, dann müssen wir aber suchen lange. Ich werde hier beschossen! Stinkt nur, macht nichts. Ich werde getroffen! Und gehobelt! Ja. Ganz schön am Müffeln, ja? Da oben möchte ich gerne rauf. Irgendwie können wir unseren Haken noch nicht so richtig einsetzen, habe ich das Gefühl. Gut und schön. Haben die denn jemals was hier oben versteckt? Meistens liegen die Sachen, die wir brauchen, doch unten rum. Die meinen uns nicht. Oder doch? Sind die hier schon wieder? Schüsse. Da drüben. Schüsse. Da könnte was stehen, oder? Nicht unbedingt. Ja, wie geht's weiter? Wo haben wir die Teile übersehen? Die sind meistens nicht so gut versteckt. Die sollten eigentlich zu sehen sein von hier oben. Ja, bleib lieber hier oben. Ach, da sind... Ah, wir haben sie schon. Okay, alles klar. Dann haben wir aber das hier noch nicht gelesen, oder? Waffenauswertung. Auf dieser Werkbank kannst du Waffen bewerten. Auseinandernehmen, reinigen, zusammensetzen, schießen. Wenn sie alles bestehen, pack sie ein. Wenn nicht, dann kommt das Zeug zu den Einzelteilen und wir kümmern uns später darum. Haha, ja. Das ist gar keine richtige Werkbank. Gut, Nanny. In der nächsten Folge suchen wir uns ein Fahrzeug. Was hältst du davon? Eins, das offen ist. Damit wir nicht so müffeln. Irgendwo kommt noch irgendwas. Egal, das wird uns schon nicht kriegen, ha? Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.